Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und frohes neues Jahr. Bevor wir mit dem Video durchstarten, habe ich mir gedacht, gibt es einfach mal eine Kleinigkeit von mir an euch zurück. Und ja, ich habe hier so ein paar Sachen aus dem 48-Stunden-Livestream noch, die eigentlich davor loswerden sollten. Sind allerdings leider ein bisschen zu spät gekommen und deswegen dachte ich mir im ersten Video im neuen Jahr, gibt es ein bisschen was zu gewinnen. Zu gewinnen gibt es diese Trinkflaschen hier in weiß, in durchsichtig gibt es die aus dem Shop. Und dazu jeweils noch entweder so ein Schlüsselanhänger mit Paracord und Feuerstahl oder so ein Essbesteck, das ich auch mal ganz gerne unterwegs benutze. Messer, Gabel, alles dabei. Ja, wie gesagt, dazu einfach euren Instagram-Namen jetzt unten in die Kommentare rein und ich schreibe euch dann an, ob ihr was gewonnen habt oder nicht. Beziehungsweise nein, wenn ihr nichts gewonnen habt, dann schreibe ich euch natürlich nicht an. Also, let's go. Ja, ihr seht schon, der dicke Sack ist wieder gesattelt und ich bin zusammen mit Alex unterwegs in den Wald. Es hat geschneit und den ersten Schnee müssen wir natürlich ausnutzen. Sind hier unterwegs auf einem ehemaligen Militärgelände. Da sollen wohl noch ein paar alte Wohnblocks, Gebäude, Baracken und sowas stehen. Das werden wir uns natürlich später mal angucken und hier auch die Nacht verbringen. Das heißt, uns später irgendwie ein kleines Lager errichten, vielleicht ein Feuer machen, was zu essen kochen und so weiter und so fort. In dem Sinne, auf geht's. Hätte ich jetzt gesagt. Auf den ersten Tag. Nicht oh ja. Ja, ja, tatsächlich. Da siehst du sogar richtig gut. Hier siehst du sogar die fette Tatze, die Krallen. Das sind tatsächlich Wolfsspuren. Also vermuten wir zumindest. Definitiv. Also das Krasse ist tatsächlich gerade wirklich, wir laufen den Weg hier weiter und weiter. Das ist ein sehr, sehr abgelegenes Gelände hier und es tauchen immer mehr Spuren auf. Hier sind, wie gesagt, keine einzigen Menschenspuren. Die einzigen, die hier sind, haben wir gerade hinterlassen. Hier jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, wie gut man das auf der Kamera erkennt. Aber, naja, hier werden ja wohl nicht irgendwie Wildhunde rumlaufen oder so. Und hier sind überall, ja, diese hundeähnlichen Abdrücke. Hier geht's rein, wieder in den Wald, da, überall. Eieiei, es wird spannend, unheimlich. Naja, eigentlich, wenn man sich damit so ein bisschen befasst, heißt es ja, der Wolf ist jetzt nicht gefährlich für den Mensch. Und, keine Ahnung, ich selber hatte noch keinen Kontakt mit Wölfen. Aber normalerweise sind das ja scheue Tiere, die eher das Weite suchen und den Menschen meiden. Und dass hier jetzt so viele Abdrücke sind, ist doch schon krass. Aber eigentlich spannend, ne? Interessant so zu sehen. Also jetzt erst bei Schnee siehst du ja, wie aktiv der Wald ist, ne? Hier ist ja richtig was los. Jetzt Rehe, Wildschweine, Nashörner. Man weiß es nicht, was hier noch alles rumkreuzt. Oder? Ja, das ist gut. Das ist nicht alt. Das ist frisches Blut, ja. Relativ. Hier. Uff. Das war aber ein dicker Keiler, oder? Ja. Alter, das war eine richtige Wuchtbrumme. Junge! Der darf bloß nicht wiederkommen. Noch ein bisschen Krach machen, ja, oder? Sind noch mehr. Ja. Also. Weg! Schweinchen! Junge! Ich dachte, das wäre ein Hecheln. Ja, ich auch. Das war aber das Schnaufen von der Bache. Ja. Und das ist eigentlich kurz vor, ich renne irgendwo hin und greife an. Also Schnaufen ist nicht gut. Ja, wir saßen, die haben da safe im Gebüsch gelegen. Ja, ja. Und wir haben da gerade das Blut hier fotografiert und so, ein paar Bilder gemacht. Auf einmal, ich hätte das auch gerade gehört, da hebst du deinen Kopf hoch und wamm, flitzt da eine Sau über den Weg. Aber ey, die war die Hälfte von dir. Danke. So ein Ding wiegt nicht drei, was wiegt nicht locker eine Tonne. Locker. Das war ein richtiges Kilo? Vieh. Also Leute, wir sind wieder im Horchmodus unterwegs. Die Mütze ist auf Horchmodus angelehnt. Hier ist halt übelstes Wildschweingebiet anscheinend auch. Also ich habe es leider nicht auf Kamera gehabt. Ja, sowas passiert immer, wenn die Kamera gerade hin drauf zeigt. Aber genau hier, vielleicht haben wir gleich die Spuren. Da ist platt getrampelt. Und hier sieht man das.
Hier so schön, ne? Ja. Die zwei Zacken. Hier ist das Vieh gerade rüber. Wie nix Gutes, ey. Und dann kamen noch ein paar kleine hinterher. Ich meine, naja, die rennen weg. Die machen nix. Ja. Außer du stellst dich denen in den Weg. Ja, klar. Oder lässt denen keine Fluchtmöglichkeit. Aber es war gerade trotzdem ein kurzer Schreckmoment, ne? Alter. Aber auch auf der anderen Seite wieder richtig beeindruckend, finde ich. In so freier Wildbahn sowas zu sehen, ist immer irgendwie auch was Besonderes. Hier ist auch schon wieder irgendwas durchgedreht. Schweine. Ach ja. Wolf. Wolf und Schwein. Alter, was ist hier noch los? Ja. Also wir laufen jetzt insgesamt auch ungefähr 45 Minuten schon hier durch den Wald. Und laut Karte müssten wir jetzt eigentlich bald auf ein paar Gebäude treffen. Schauen wir mal. Da ist noch ein großer Block da hinten. Der ist schon krass eingestürzt auf jeden Fall. Halbe Decke schon runtergekommen. So, sind jetzt auf jeden Fall hier bei den Gebäuden angekommen. Und eigentlich war der Plan, sich nochmal draußen irgendwie ein Lager zu bauen. So wie ich das beim letzten Mal bei diesem Suchen und Verstecken gemacht habe, das wollte ich noch so ein bisschen ausbauen. Den Plan, den haben wir aber gerade so ein bisschen verworfen. Einfach aus dem Grund, weil hier wirklich auf dem kompletten Weg, wo wir in den Wald rein sind, bis hierhin Wolfsspuren auf dem Gelände sind. Wir haben gerade nochmal Rücksprache mit dem Jäger gehalten, den wir kennen. Und der sagte auch, grundsätzlich sind Wölfe eher scheu. Also es wird eigentlich eher nicht vorkommen, dass wir einem Wolf irgendwie begegnen, den sehen, weil der auf Abstand ist und auf Abstand bleibt. Aber wenn wir in so einem Wolfsgebiet hier unterwegs sind, mit Essen, Schlafen und so draußen unter freiem Himmel, wenn man es vermeiden kann, vermeiden. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und deswegen, wie gesagt, werden wir uns irgendwie einen Schlafplatz in den alten Mauern hier fertig machen. Ah, da ist sogar noch ein dritter Block in der Mitte. Das sind safe hier Wohnblocks gewesen für Soldaten und Familie. Hier ist einfach mal eine Feuerstelle. Hier hat schon jemand gecampt. Hier steht ein alter Fahrradrahmen. Wie so ein Name vielleicht von dem, der es gehört hat. Ja. So drauf mit so einer Farbe hier drauf geschrieben. Oder mit so einem Lackschiff. Ja. Pagbeno. Bagbeno. Das war kein russisches Schild. Das ist Bagbeno. Du hast hier oben noch ein Buch gefunden, oder was? Ja, das sieht aus, als ob das komplett entschädigt ist. Es sieht ja super neu aus, das passt ja gar nicht hierhin. Nee, 1988. Auf Russisch auch. Komplett. Boah. Ich bin sogar noch da komplett. Habe ich da aus dem Regal genommen. Hä? Ja. Hier sind ja noch Sofas und so ein Schlafbett. Hier so stand was drin. So, die drei Dinge. Das ist ja unglaublich. Dass irgendwer vielleicht mal hier hingebracht hat? Das muss ja schon fast, oder? Guck mal, die Fenster waren auch mal 1985. Zugeklebt. Ja. Hier ist eine Pflanze noch. Ein Teelichter. Hier hat mal jemand gepennt eine Zeit lang. Hast du hier mal einer wirklich dicht gemacht? Dass ja. Das, also abgehauen ist oder so. Okay. Hä? Die ganze Küche ist eingerichtet. Quatsch. Doch, hier liegt ein Kochbuch noch. Boah. Richtig klein auch. Alles so wie so Spielzeug schon fast. Hier ist noch Sekt. Adler.
German Pilz. Steht da German Pilz drauf? German Pilz, ja. Geil. Der Joghurt, das würde mich mal interessieren, von wann der ist. Sahnejoghurt. Die Deckelkennzeichnung, ja, der ist nicht mehr da. Boah, den hat aber richtig fein ausgeschlippert. Ausgeschlickert. Der muss lecker gewesen sein. Guck mal, hier ist sogar noch so ein Stück Pappe drunter, damit der Tisch nicht wackelt. Ey, das gibt's ja nicht. Das ist ja, als wäre hier, hätte er den Stuhl nach hinten geschoben, aufgesprungen und weg. Ja. Und Leerstand. Seitdem. Den Stuhl hat ja, den Tisch hat ja niemand mehr bewegt, wenn dieses Ding noch da drunter ist. Stimmt. Ich würde sagen, wir haben unseren Schlafplatz gefunden für die Nacht. Tatsächlich, so eine alte russische Wohnung hier. Ja, es war vermutlich wie die ganzen Kasernen hier im Umkreis auch dann eine ehemalige sowjetische Kaserne hier. Ja, wir haben hier Türen, das heißt, wir können auf jeden Fall hier alles später nochmal gründlich absichern. Also, Schlafplatz ist sicher, ist safe. Und jetzt gucken wir mal, ich habe keinen Kocher und so weiter mit. Das heißt, ja, ich muss irgendwie noch später ein kleines Feuer draußen machen, was zu essen machen. Und dann schauen wir mal, was die Nacht hier so mit sich bringt. Vielleicht hören wir ja noch ein paar Wölfe später. Unser kleiner Ofen brennt. Und hier oben kommt schon richtig die Hitze raus, ne? Ja. Jetzt wird er natürlich noch hier schön gefüttert. Oh ja, die Linse beschlägt direkt. Kleiner Nebeneffekt. Das Ding ist recht getarnt für ein Feuer. Also fällt auch nicht wirklich auf. Und die Hitze konzentriert sich halt hier oben wie so ein Schornstein richtig schön auf diesen Punkt. Das heißt gleich Kochtopf drauf. Und dann sollte das Wasser richtig schön und schnell anfangen zu kochen. So, ungefähr 10 Minuten. Das Wasser kocht und Leute, ihr wisst, was muss nach einem anstrengenden Tag draußen kommen in der Kälte? Richtig, es ist die Nudel. Und wo die Nudel ist, da ist das Pesto Rosso auch nicht weit. So, während Alex jetzt hier im Hintergrund noch ein bisschen mit seiner Thunfischdose kämpft, werde ich es mir jetzt auf jeden Fall richtig kräftig schmecken lassen, Leute. Nudeln, Pesto Rosso, bisschen Gurke, bisschen Tomate. Ich sage nur, ein Traum für Jung und Alt. In dem Sinne, Mahlzeit. So, Leute. Ein paar Stunden sind tatsächlich vergangen. Wie ihr schon seht, es ist richtig
frostig wieder. Wir haben hier Gott sei Dank einen Raum mit Fenstern gefunden. Die Fenster sind zu. Richtig vereist schon wieder. Da drüben hat der Alex seinen Schlafplatz aufgebaut. Ganz klassisch hier. Defense 4, glaube ich, am Start. Defense 4, Biwaksack und 10 Euro Isomatte. Ja. Ja, und ich habe den Defense 6 am Start. Ich habe halt nur den Tropen und den 6er. Und werde auf jeden Fall mal eine neue Isomatte hier austesten. Ja. Ansonsten, schöne Tapete hängt hier noch. Und die Tür haben wir halt hier auch nochmal gesichert. Also, ja, das sollten wir auf jeden Fall mitbekommen, wenn hier jemand sich nähert. So Leute, ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Nö. Ich glaube, meine Linse ist ultra beschlagen. Da hinten ist der Alex. Hallo. Keine Ahnung, ob ihr den sehen könnt. Ich bin hier schon richtig im Sack eingemurmelt. Ich werde den jetzt auch gleich bis oben hinzuziehen. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns die Nacht. Wenn noch was passiert, melde ich mich natürlich. Und ansonsten, gute Nacht, bis morgen früh. Guten Morgen, Leute. 7:30 haben wir es, glaube ich. Jo. Draußen ist es noch relativ dunkel. Eigentlich war die Nacht ganz okay, finde ich. Also, einige Male aufgewacht, aber das habe ich sowieso immer. Wir gucken mal, stehen gleich auf, werden alles zusammenpacken. Dann schauen wir mal, wann das wieder richtig hell ist. Alles eingefroren. Oh. Nebel. Nebel, ja. Alter! Wie das aussieht. Sachen sind zusammengepackt. Alles wieder ordentlich zurückgelassen hier. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob sich hier im Vorraum was getan hat, wa? Tür ist noch da. Das ist schon mal gut. Draht ist noch da. Dose hält auch noch. Perfekt. Selbstverständlich wieder mit. Und da sind wir wieder. In der Geisterstadt. Echt übel nebelig heute. Wir laufen jetzt hier noch mal kurz diesen Hauptweg, sag ich mal. Hier überall die Baracken. Da ist auch noch mal eine größere Wohnunterkunft. Da ganz hinten. Vielleicht seht ihr es ein bisschen. Da ist auch noch einer. Ich denke mal, da braucht man jetzt nicht in jeden reingucken. Die werden alle gleichermaßen irgendwie aussehen, wie der, wo wir drin gepennt haben. Ja, hier sieht man es ja schon von außen. Der, wo wir drin waren, da waren noch ein paar Fenster drin, hier schon wieder nicht. Aber ich kann es nur immer wieder wiederholen, ne? Ich finde diese alten Kasernengebäude so ultra spannend. Ne, das sind Aufkleber von früher. Das sind Aufkleber von früher. Okay. Wir dachten zuerst, es wäre Graffiti von Weitem. Aber das sind tatsächlich Aufkleber von damals.
das, wo man war? Vielleicht ein Laden? Ein Einkaufsladen? Ey, alte Zigaretten. Ernte 23, die kenne ich gar nicht mehr. Leute, kennt ihr die? Ernte 23? So, wir sind jetzt hier auf dem Rückweg zu unseren Fahrzeugen wieder. Und die sind jetzt schon wieder alles frische Spuren. Ihr seht ja, wie groß die sind. Wieder keine menschlichen Spuren daneben. Also vermutlich ist der Wolf hier in der Nacht echt, ja zumindest, in weitem Bogen um uns herum gelaufen. Achso, und falls vielleicht sogar irgendwie ein Jäger gerade zuschaut oder ihr euch damit auskennt mit dem Thema so ein bisschen, Wölfe und andere Wildtiere, haut's gerne mal in die Kommentare rein, einfach ein paar Infos dazu. Und ja, ich finde das Thema generell eigentlich ganz spannend. Vor allem seit gestern, wenn man das alles so wirklich im Schnee sieht. Leute, hier nochmal zum Vergleich kurz. Ein richtig dickes Wildschwein hier bei den Spuren und dann hinten, ich weiß nicht, wie sie das nennt, aber das ist auf jeden Fall ein Wildschwein gewesen. So Leute, wir sind zurück bei den Autos und damit war es das auch mit dem Video, würde ich sagen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr Bock habt auf ja, mehr Overnighter dieser Art, vielleicht mit so ein bisschen paar Survival-Aspekten noch drin, Bushcraft, wie diesen Ofen, den wir gemacht haben und so, ja, das war echt cool. Schaut auch gerne mit dem Alex vorbei, Kanallink unten in der Videobeschreibung. Und ja, falls ihr Ideen habt auch, was man nochmal bauen könnte, wie jetzt zum Beispiel so ein Ofen und so, haut die auch gerne in die Kommentare. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, haut rein!